Wie das wird. Ich bin auch gespannt. Nee, man muss halt so Entscheidungen treffen und damit wird dann so das Ende bestimmt, sag ich jetzt mal, oder was dann geschieht. Und wer stirbt wahrscheinlich? Ja, und so Quicktime-Events, das kann ich ja gar nicht, so Quicktime-Events. Da bin ich so, okay, was muss ich jetzt drücken, so in dem Sinne? Genau, mich noch an, hier, Out A of Way Fate. Out. Ach so, ja. Wo Kevin Ja. übernehmen musste mit der Ja. Hundeszene. Ja, das stimmt. Ja, das war peinlich. Ich hoffe, so wird es diesmal nicht enden. Bin gespannt. Wenn nicht, dann. Obwohl, jetzt wird's schwierig. Ich kann das nicht für dich übernehmen, glaube ich. Nee, stimmt. Das kannst du, glaube ich, nicht. Hauptsache, ich muss nirgendwo von irgendwas wegrennen. Dann geht's ja. Okay, soll ich, Okay. starten? Ja. Start als. Achso, soll Tanja sein oder Anthony? Was du willst, mir egal. Ich nehme mal Tanja. Ja, mach. Oh, sind da zwei verschiedene Stories? Ich bin bereit. Haben wir erstmal beide eine andere Story und dann für die zusammen bestimmt oder so. Ach, könnte sein, ja. Ich glaube, das war bei Man of Medan auch so. Ah, okay. Oh hey, und mit meinem Controller zu spielen, drücken Sie A. Aha. Mit Point- und Klicksteuerung mit einer Maus. Internet. Oh. Jetzt geht's. Spielst du mit Controller? Ja. Kann ich ja gar nicht. Also ich mit Controller. Und ich kann dafür mit Maus und Tastatur nicht. Okay, krass. Ja, Übungssache wahrscheinlich dann einfach auch nur. Ja. Yay, es geht los. Yay. Kleine Hoffnung. Siehst du auch erstmal noch den Diner? Und so einen komischen Mann. Im Bus jetzt hier? Ja, Okay, genau. gut, dann noch das Gleiche. Jetzt spielen wir Bus-Simulator. Oh ja, so wollte ich immer schon mal spielen. Aber da wäre ich auch nicht gern Busfahrer in so einem Dorf. Mitten in der Dunkelheit. Ja. Eine Stunde immer bis zum nächsten Dorf brauche. Jetzt sind 2 Stunden mit Umweg. Ja, wöchentlich. Danke fürs Anhalten. Klar. Was ist los? Da vorne ist was passiert. Ein großer Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Ach so, Stadt. Wie geht's, Okay. Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg Irgendwie ist der würde Creep. mich so stören. Der hat bestimmt den Unfall verursacht. Fahren Sie ostwärts. Ja. Geht direkt durch Little Hope. Das dauert so auch nicht viel länger. Hast du Lautsprecher an? Ich höre nämlich das Spiel bei dir. So, warte. Noch ein bisschen leiser. Irgendwie kommt mir die Brücke da irgendwie bekannt vor. Aus einem Strange. anderen Game? Aus einem anderen Game? Weiß ich nicht genau. Ah, die kommt mir selbst seltsam bekannt vor. Diese Medaille ist doch jetzt wirklich.
Danke, Nu. Wie lange bist du nüchtern? Das genau 3 Monate. Respekt. Die ersten 90 Tage sind ja am schlimmsten. Hab ich gehört. Ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei, durchzuhalten. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, hey. John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. Hör auf, James! Du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht ernst nimmst. Komm schon, Schatz, das tue ich. Ich hatte nur einen harten Tag. Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Mich nicht. Betrunken. Wie überraschend. Ich hab nur mit den Jungs das Spiel angeschaut. Das Game immer noch? Nichts. Ach, sonst ja. Nichts, von wegen. Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik. Das sagst du schon seit Jahren. Achso, bei dir nicht. Nur gut. Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die 4. Woche. Da stimmt was nicht. Es ist ernst, James. Du machst dir zu viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv. Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Hält aus. Allein unsere Familie zusammenhalten Familie. Ist ja etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne. Der Mann sieht auch viel zu jung aus für die alte Frau. Ja, ne? Die Milf hier. Könnte ja fast ihr Sohn sein. Nicht heute. Ja, los. Ich jetzt auch zuerst. Bonkram. Ah, Tanja. Lass mal schön am Rummachen. Ich hatte viel ich Spaß. Bin jetzt Enten. Und die Fahrt war sehr schön. Ich spiele immer gern Taxi. Musst du jetzt was entscheiden? Nee, ja. Oder Eck? Ah. Ich muss auch entscheiden. Nutze er zu. Ah, okay, liebevoll. Oh, scheiße, das wollte ich gar nicht. Oh Gott, ich habe auch was Böses angeklickt. Oh je. Was scheiße. Und meiner lieben Familie. Fängt schon gut an. Das ist der Schauspieler, doch, hier dieser so eine, die den man auch kennt. Wenn du wüsstest. Von der Stimme? Sehen uns morgen. Nee, vom. Der wurde doch auch in das Game gemacht. Den siehst du gleich. Wen war das hier? Lass mich mal nachsehen, Woody, wenn ich Zeit habe. Petra oder ich bin eine gefragte Frau. Sicher. Ich komme morgen um 8 vorbei. Jetzt darf ich dir die Tür aufmachen. Number one dead. Ich werde durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Gucke, der Typ, den ich spiele, der ist von so einem Schauspieler die Figur nachgemacht worden. Der Blonde jetzt? Lass mich raten. Ja, mit dem du gerade redest, das bin ich. Ah. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Ah, die gleiche alte Sache. Ja. Ah, das ist sie. Sie streiten sich so oft und Will sagen Poulter oder so immer heißt der. Wieder dasselbe. Will Poulter. Ah. Ja, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja.
mit dir. Du könntest auch mal Interesse zeigen. Weißt du, einmal. Was? Genau. Bitte was? Du bist gekrabbelt. Ich bin gelaufen. Dennis, zum 1000. Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden. Hey, mehr Respekt. Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Wie viele Kinder hat die Frau? Eins, zwei, drei, vier. Sie hat einen tollen Feldwebel abgegeben. Sieht sie so alt aus? Was ist denn mit dem los? Das ist Dennis, wie er lebt und lebt. Er ist ganz er selbst. Wie überraschend. Hey Dennis. Okay. Ehrlich aus? Hey! Nicht jetzt, Schwesterherz. Also die Oma hat aber auch noch spät angefangen. Stimm hier nicht so rum. Ja. Oh Gott. Himmel, hast du mich erschreckt? Ihr habt über mich geredet. Nicht jetzt, Megan. Ich möchte meinen Vollbart genießen. Warum müssen Kinder in Gruselfilmen immer braune, lange Haare? Ja. Immer. Ja. Und so klein sein. Ist halt blond. Die haben nie blonde Haare, immer nur braune. Ja. Ich muss bei Megan gerade an. Wie hießen die Show nochmal? Josh und Drake? Nee, Drake und Josh denken. Die kleine Megan. Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Da gab es immer ein Namensschild. Ja, praktisch. Das ist ernster als die üblichen Streitereien. Sie redeten über Megan. Sie hat was angestellt. Vanilli trifft eine Entscheindung. Megan nervt. Oh je, ich stirb gleich. Ja, glaube ich auch. Mom und Dad wissen das schon. Schon, aber Megan hat den Streit mit angehört. Sie schien sehr aufgebracht deswegen. Sie ist ständig wegen irgendwas aufgebracht. Wo ist die Kleine denn überhaupt? Besser wäre es wohl, Megan allein zu lassen. Als ihre große Schwester habe ich die Pflicht, nach ihr zu sehen. Oh Gott, bitte nicht. Ja, klar. Als hättest du hier das Sagen. Sie ist nach oben. Ich finde sie. Das will ich gar nicht. Geh. Und stirb als erstes. Ja. Geh wieder runter zu meinem Freund. Genau. Oh nein. Öffnen? Sprich mit Megan. Geh erstmal dahin, wo ich nicht hingehen soll. Megan. Da ist sie wohl nicht. Ah, die Leiter. Kann mit der Leiter reden. Achso. Dennis? Bist du noch hier? Was willst du? Wie geht's denn meinem liebsten Bruderherz? Nicht so gut. Das Trampeltier ist über meine Platten gelatscht. Sie ist deine kleine Schwester. Außerdem scheint ihr Musikgeschmack besser zu sein als deiner. Ups. Voll gedisst. Okay, ich musste ein Quicktime-Event machen, hast du direkt verkackt. Wo bist denn du gerade? Unten beim Vater. Ah. Ich guck mir hier gerade in irgendeinem Zimmer um. Hier sind irgendwelche Betten. Schön. Was haben wir denn hier? Untersuchen. Hab nie verstanden, was Alter, das ist für ein Vater, ey. Übelst beleidigend. Der kann in seinem Alkohol ersticken hier. Ich hab irgendeine Statue, die sieht irgendwie auch aus wie unser Vater. Aber irgendwie so als Priester, irgendwie ganz seltsam. Die konnte ich mir gerade angucken. Ach so, die Klicken kann man hier nur bewegen. Okay, okay. Kann ich die noch anders umdrehen oder so? Nee, kann sie mir nur angucken. Cool. Spannend. Ich muss mir erstmal dran gewöhnen, dass man nur so klicken kann, um zu gehen und nicht mit der normalen Steuerung. Mhm. Beim Controller ist eigentlich alles gleich. Oh, hier oben ist eine gesperrte Tür. Interessant. Ach, da könnte die Mutti drin sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Hey Mom! Hallo? Oh. Ich glaube, unsere Mutter ist tot.
Was? Sie antwortet nicht mehr. Oh Gott. Oder die will einfach mal die Ruhe haben. Hexenprinzesse von Salem interessieren. Aha, Schleier der Unschuld. Oh, ich habe ein Tagebuch gefunden. Welcher Todgeweihte Schnüffler hat es gewagt, in meinem Tagebuch zu lesen? Ach, das ist mein Tagebuch. 3. Januar. Heute schneit es. Deshalb stecke ich zu Hause fest und streite mit M. Punkt. Was ist denn M. Punkt? Mutter? Nee, M. Megan, oder? Megan? Ja, stimmt, könnte Megan sein. Während Mom putzt, M ist die Hölle. Ja, stimmt, wird Megan sein. Man muss sie ständig beobachten. Lässt man sie nur eine Sekunde aus den Augen, ist sie schon verschwunden und verursacht irgendwo Chaos. Heute habe ich sie erwischt, wie sie mit Dads Streichhölzern spielte. Zum Glück hat sie keines angezündet. Ich habe sie angeschrien, dann hat sie zu heulen angefangen und Mom hat mich angeschrien. Ich bin den ganzen Tag lang im Haus gefangen. V-Punkt ist arbeiten, fühle mich hundeelend. Ist V-Vater? Vater, ja. Könnte sein. 8. Januar, heute war es ganz schön stressig im Diner, weil ich für Janie eingesprungen bin, aber dafür springt sie morgen Abend für mich ein. Murray war wie gewöhnlich schlecht gelaunt. Der Toucher hatte seine üblichen Tricks auf Lager und betatschte mein Hintern bei jeder Gelegenheit. Ich habe Kaffee über seinen Schoß geschüttet, jetzt ist hoffentlich Schluss damit. Morgen werde ich V-Punkt zum ersten Mal in einer Woche sehen. Okay, V-Punkt muss irgendwer anderes sein. Wer ist denn V-Punkt? Oh Gott, hier ist viel zu lesen. 9. Januar. Bin heute mit V-Punkt zur Küste gefahren, haben uns dort, ach, das könnte mein Freund sein, eine Flasche von dem Whisky geteilt, den er mag. Es war kalt, aber nett, eine frische Kälte. Wir hatten es warm im Auto. V-Punkt ist lustig, tut so, als wäre er ein Blödian. Genau wie ein Comedian im Fernsehen, aber in Wahrheit ist er ziemlich schlau und alle sind neidisch auf sein Auto. Oh nein, ich wollte weiterlesen, ich hab umgeblättert. Blätter nochmal um. Er hat gerade umgeblättert. Ah. Okay. 15. Januar, V wollte den neuen Western ansehen, aber ich hatte keine Lust auf Cowboys, deshalb sind wir zu Harry's gefahren. Aßen einen Burger und kegelten. Es ist so toll, wie eine Erwachsene behandelt zu werden. V-Punkt ist echt süß, aufmerksam und nett. Wir passen zusammen. Dad ist immer noch unglücklich, weil ich mit einem Kollegen ausgehe. Der Himmel weiß, was Mom denkt. Ich habe genug von dieser erbärmlichen Familie, besonders von der Göre. Ich kann meine Freiheit kaum mehr erwarten. Vielleicht ist V-Punkt der Schlüssel. Okay. Die ist sehr happy anscheinend. Ja. Kann ich ihn noch mehr lesen? Ich glaube, das war's. Komm hier, kann irgendwie nichts mehr machen. Genug mit meinem Tagebuch. Okay, alle hassen Megan und ich will abhauen. Gutes Familienverhältnis. Und der Vater nennt uns alle Satansbrüder. Schön. Ja. Ich hab Megan. Oh, hier ist noch eine Tür gesperrt. Ich habe Megan immer noch nicht gefunden. Okay. Ah, ich war doch hier oben. Ist überall, außer zwei gesperrte Räume. Kann ich auf den Dachboden? Ich glaube nicht, dass sie da ist. Nee, kann ich nicht. Alles gesperrt. Kommst du eigentlich nach oben? Nee, ich komme auch nicht raus. Ich muss alle Türen versperrt. Oh, drücke A im Rhythmus mit deinem Herzschlag. Taste kann wechseln zu Y. Was? Während eines ganz ruhig? Was? Was? Ja, das musste ich oben machen. Da ich verkackt. Um Gottes Willen. Sie sehen mich nicht. Für die bin ich Luft. Ich höre gerade Megan zu, glaube ich. Das ist nicht richtig. Nein, das mache ich nicht. Mit wem redet sie da? Nein, ich soll jetzt an allem schuld sein. Das ist unfair. Hey, Megan. Was ist los? Ich höre dich nicht. Hey, mit wem redest du da? Mit jemandem, dem ich nicht scheißegal bin. Lass den Mist. Wovon redest du? Oh, war das? Wovon sprichst du? Was war das? Siehst du das?
glaube, Megan hat mich ausgeschlossen. Megan. Die Sau. Anthony, hallo. Wenn man sie auch hasst, ne? Ich habe ganz nett gefragt, mit wem sie redet. Anthony, wo zur Hölle bist du? Jetzt bin ich auf dem Balkon eingesperrt. Anthony, wo zum Teufel bist jetzt du? Jetzt schreibst du nach mir, okay. Anthony, langsam werde ich echt wütend. Hey, ich habe den Tee noch auf der Herdplatte. Oh. Du hast recht mit meiner Familie. Megan wird sauer anscheinend gerade. Mhm. Oh Gott. Tanja, was ist das? Mit dem redet sie? Oh Gott, die Hand. Ausgesperrt. Ja. Das ist arschkalt. Oh. Was macht die da? Oh no. Oh no. Ich lass dich wieder rein, aber verschone Megan. Moment. Ich hab gar nichts mit Megan gemacht. Gießen können brennen? Mist! Megan! Ich glaub, da lag ein Teppich, wo oder? Bist du? Ich glaub, das sind Fliesen. Ah, stimmt, das sind Fliesen. Lol. Die Küche steht in Brand! Ist nicht dein Ernst, oder? Ups. Was ist mit den Eltern eigentlich? Der Vater ist im Saufkoma und die Mutter geht baden. Ja, stimmt. Wellness. Mom! Ja, schwierig. Wo zur Hölle seid ihr? Anthony! Hilfe! Ja, was soll ich denn da alles machen? Was soll ich denn tun? Rette uns gefälligst! Ich bin hier oben gefallen! Schnell über den Balkon! Anthony, Hilfe! Anthony, mach doch mal was! Junge! Schlag doch ein Fenster ein, Mann! Der Ed hat's schön kuschelig. Ja, und sein Alter. Ich krieg keine Luft! Ja komm, da hätte er so rennen können. Oder auch nicht. Nee. Hilfe! Okay. Die Geräusche. Oh man. Das war's dann mit Dad. Ja. Dann scheint auch mit der Mutter. Ja. Okay. Normaler Dienstagabend. Ja. Mann, du stehst ja immer noch da draußen rum. Rette uns doch mal. Ja, echt, ey. Megan helfen, Tanja helfen. Ja, scheiß auf Megan. Ja, ich hab's. Ran für dich, was meint ihr? Die ist selbst schuld. Anthony! Hilfe! Was soll ich tun? Springen. Ja. Dann brichst du dir halt was, ist auch egal. Geh zum Regenrohr und kletter runter! Oh je. Runterklettern, öffnen. Warum soll ich denn da reingehen? Was soll ich drücken? Ah, hier. Ich geh doch bestimmt nicht ins Haus. Oh Gott. Okay, ist es eisig? Keine gute Idee. Wenn ich sterbe, bist du schuld. Oh. 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 Oh no. Sag kein Schalenwinter. Alter. Ich könnte doch nicht auf die Tür sein. Schwierig. Jetzt nach Hause gehen, ja. Ja. Nee, da kannst du wenigstens noch deinen Bruder. Oder auch nicht. Oh. Oh Gott. Aua. Dem hat's am schlimmsten, aber ich will sein. Ja.
Wer ist er eigentlich? Genau. Es ist da. Ja. Was hast du getan? Was? Warum? Okay. Ich will nicht allein zurückbleiben anscheinend. Ja. Ich habe kein Geld für die Pizza mehr übrig. Ja. Wie schnell ins Haus. So viele Tote, ja, so kann man das sagen. Ja. Guter Anfang. Oh ja.